Liebe Zuhörer und Zuschauer, ich wurde oft gefragt, ob es nicht einen Mitschnitt meines Vortrages oder meiner Workshops gibt. Das wäre doch ganz gut für viele Interessierte, für Selbsthilfegruppen und für Personen, die nicht an meinem Vortrag teilnehmen können. Und dann erzählt eines Tages ganz begeistert meine Frau, dass die Tochter ihrer Freundin wunderbare Lieder singe, selbst komponiert und auf dem Klavier begleitet. Ich ging also zu ihrem ersten Konzert und, ob ihr es glaubt oder nicht, ich bekam eine Gänsehaut beim Anhören des ersten Liedes »Der Teufelskreis«. So entstand die Idee, zu meinen Heilimpulsen, Heilübungen noch die Heillieder zu bringen. Es sind Lieder, die von Luca komponiert worden sind und die in meinen vielen Kalendarien als Gedichte beschrieben sind. Doch nun wollen wir direkt in den Mitschnitt meines Vortrages in Vilsbiburg einsteigen. Ich werde von mir erzählen, von meinem Lebensweg, von meinem Krankheits-, ich nenne ihn inzwischen nur noch Gesundungsweg, reden. Und da wäre es ganz schön, wenn manches davon mit nach Hause genommen werden kann. Bei mir war es so, dass ich im November 97, also im zarten Alter von 52 Jahren, jetzt weiß jeder, wie alt ich jetzt bin, kam in die Sprechstunde meine Arzthelferin ganz blass und etwas verwirrt zu mir und reicht mir einen Laborzettel. Ich schaue drauf und sehe nur furchtbare, fürchterliche Befunde. Ich frage sie, wer ist denn das? Da müssen wir sofort was tun. Das sind ja solche Befunde, habe ich noch nie gesehen. Dann sagt sie, das bist du. Und ihr merkt auch an meiner Stimme, ich bin wieder in der Zeit drin, als ich diese Diagnose bekommen habe. Ich bin dann mit diesem Laborzettel zu meinem Freund und Gemeinschaftspartner. Wir hatten eine große Allgemeinpraxis. Und da machte er den Versprecher, anstelle von Vertreter sagte er, da müssen wir nach einem Nachfolger schauen. Beim Blick auf den Ultraschall war klar, dass ich fortgeschrittenen Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte mit wahrscheinlichen Metastasen. In dieser Sekunde änderte sich mein Leben vollständig. Ich wechselte von der Front des helfenden Arztes zur Front des wirklich hilflosen Patienten. Und das möchte ich auch jedem ganz deutlich sagen, egal wie viel Geld er hat, egal welchen Titel er hat, egal welche Bildung er hat, es gibt Zeiten, es gibt Schicksalsschläge, Lebensschläge, wo jeder hilflos von uns ist. Und auch ich war völlig hilflos. Ich war in einer sogenannten teuflischen Lebenskrise. Ich möchte jetzt bloß hier hinzufügen, dass bei dieser DVD die junge Künstlerin auch ihre Lebenskrise in einem Lied dargestellt hat. Es ist also nicht so, dass man immer Krankheit haben muss. Es gibt auch gibt es Lebenskrisen, wo man damit fertig werden muss. Sie wurde damit fertig, dass sie einen Song, ein Lied schrieb. Ich merke, wie mir alles immer mehr entgleist. Das Leben stellt mir einen Test
und den zu lösen ist nicht leicht. Ich hab den Lösungsweg noch lange nicht erreicht. Ich hänge fest in diesem Teufelskreis. Ich hänge fest in diesem Teufelskreis. Irgendwie geht es nicht weiter. Die Ungewissheit ist mein treuster Wegbegleiter. Doch die Erfahrung macht mich reifer. An jedem Tag, bei jedem Schritt, bei allem, was noch vor mir liegt. Und vor mir liegt so viel. Und ich glaube, dass mir alles gelingen kann. Und ich laufe. Irgendwann komme ich an, wo ich hingehöre. Ich fang zu laufen an, zu laufen an, zu laufen an. Ich fang zu laufen an, zu laufen an, zu laufen an. Denn ich hab die besten Wegbegleiter. Mit ihnen ist so vieles leichter. An jedem Tag, bei jedem Schritt, bei allem, was noch vor mir liegt. Und vor mir liegt so viel. Und ich glaube, dass mir alles gelingen kann. Und ich laufe, irgendwann komm ich an, wo ich hingehöre. Ich fang zu laufen an, zu laufen an, zu laufen an. Ich fang zu laufen an, zu laufen an, zu laufen an, zu laufen. Ich fang zu laufen an. Und verlasse diesen Teufelskreis. Und verlasse diesen Teufelskreis im Nachhinein.